Juhu, willkommen zurück zu Torchlight 2. Im letzten Part haben wir den Elementar-Tanschen gemacht und dann haben wir jetzt die Tür geöffnet für die Roboterteile-Dings und so. Also gehen wir da rein, alles klar, auf in den Glutscheinberg. Und ja, dann holen wir mal die Teile raus, die gebraucht werden, um den Roboter wieder zum Funktionieren zu bringen, um dieses Tor aufzumachen. Den ganzen Bla. Das, warum auch hier so Gold rumliegt. Warum auch da jemand gerade durch einen Feuerstrahl eingefroren ist. Das ist auch interessant. Wow. Und wir wollten, müssen uns immer in der Schatz sind sehr, sehr viele Heiltränke holen. Yeah, Level up. Yeah. Jo, das. Ist da noch einer? Nö, dann leveln wir erstmal kurz. Yay! Ich hoffe, ihr habt gestern alle das Zeug von den Hoja gesehen, wo ich dabei gewesen bin. Ansonsten finde und hole ich euch. Nein, was wir machen wollten ist... Das bringt halt nichts, weil nur das der Zauberstab ist. Also, es gibt jetzt nur noch... Oh, es können wir... Okay, wir können das sowieso machen. Okay, dann never mind. Und sagen, müssen Sie überlegen, was als nächstes steigern. Einen Moment bitte. Ich bin jetzt krass niesen, what the fuck. Ja, komm. Au. Heil ich wieder, danke. Geht kaputt, geht kaputt. Ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ich muss ein wenig aufpassen, dass ich die alle auf gute Distanz kille. Und quasi möglichst wenig Schaden erhalte. Ah, ich kann ihn erst angreifen, wenn er an ist, oder wie? Das ist ja auch schön. Mich jetzt schon gewundert. Okay. Alles klar. Greife ich wieder einfach so rum. Kann er gerne machen. Das ist ja offensichtlich eine Sackgasse. Zumindest will ich ja nicht reingehen. Alles klar, alles klar, alles klar. Dam, 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 dam. Geh an. Achso, wenn niemand in der Nähe ist und anschalten, dann geht er auch nicht an. Gut zu wissen. Ach, jetzt ist er an, alles klar. Ach, jetzt ist das Portal offen. Okay. Weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid? So. Wir müssen wieder gestern ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, wir haben noch 100 von diesen gewaltigen Heiltränken. Aber... Unsere riesen Super-Heiltränke sind nicht mehr voll. Die Super-Heiltränke bringen ja so viel mehr als riesigen Heiltränke, alles klar. Au. Müssen sie einfach zerstören, bevor sie uns zerstören können. Bam. Au, au, au. Ich bekomme Schaden.
komme hier nicht durch, ne? Der ist aber auch super. Jo. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hi. Danke. Das war leicht. Das gehst du auch an. Und dann wird auch noch down, alles klar. Wie er es überlebt hat. Eiskalt. Dam, 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 dam. Okay, 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 okay. Dam, 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 dam. Was ist denn hier hinten noch Schönes? Okay, du da hinten. Gehst du bitte kaputt? Danke. Moment mal, ist das eine Secret hier, kann das sein? Ah toll, man kann einfach das Turm rumgehen, ist ja auch sehr gut gebaut. Ne, hab ich gerade besiegt, alles klar. Ja, dann sind hier irgendwas ist hier. Was? Quest? Achso. Energiequellen, genau. Energie für den Roboter in deren Stadt und so, ne? Hm. Warum wir auch immer draußen sind, diesen Kareingang. Geht so aus, es geht jetzt zum Boss. Wo ist die Boss? Den kommen wir katschen nicht schnell um. Das wird ja nicht lange dauern. Aber vorher schauen wir uns die komplette Karte an. Es wäre immer cool, irgendwas mit Diplomatie hier zu lösen. Oh, ein Riesenroboter. Ach komm, stirb einfach. So schwer ist es doch nicht. Ist echt nicht so schwer, oder? Einfach sterben. Ach komm schon, du willst es doch auch. Tu doch nicht so, du willst es doch auch. Oh, das ist schon tot, alles klar. Also stirbt einfach im Stehen, das ist auch gut so. Mehr kann ich nicht tragen. Jo. Mehr kann ich nicht tragen. Das ist gut, ne? Nein, 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 nein. Moment. Nein. Nein, nein, ist schlechter. Nein, 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 what the fuck? Nein, nein und go einkaufen. Euer Begleiter ist fortgegangen. Klingt gut. Jo, warum auch alles dunkel wird, wenn ich nur die Truhe aufmache? Quest abgeschlossen. Fuck yeah, zurück zur Stadt sogar gleich. Das ist gut. Dann können wir jetzt erst einmal... Jo, der ist schön, dass sie dann sofort da sind. Dinge tun. Hallo. Hallo, ich würde gerne sehr viele Zubereitungen kaufen. So 200 oder so. Dam 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 dam. Oh, ich habe unser ganzes Geld für Kränke ausgegeben. Genau so muss es sein. Alles in Ordnung? Alles bestens. Achso, wenn wir den Kommandos umtauschen, dann die Quest geht jetzt wohin? Der da. Ich hab's. So wird es gehen. Ich installiere das rasch. Hoffen wir, dass es klappt. Ich möchte gerne
das hier haben. Wir haben es fast geschafft. Trete zurück, während ich den Automaten aktiviere. Keine Ahnung, was uns da drin erwartet. Der Alchemist nahm diesen Weg und er hat gewiss dafür gesorgt, dass ihm schwer zu folgen ist. Jo. Ihr habt eine Quest bekommen. Jo, bevor wir es aber machen, gehen wir jetzt nochmal diese anderen Quests nach. Und zwar der hier. In der Schlucht. Das da drüben ist hier verlorene Sicht, bla. Aber wir gehen erstmal hier rein. Wir gehen erstmal da rein. Weißt du Bescheid? Offenbar waren wir ja schon mal halb drin, kann das sein? Ja, komm, leck mich. Ich mach das jetzt noch zu Ende. Ich habe ja offenbar letztes Mal irgendwas verpasst oder so. Dass ich nicht hingegangen bin, ich weiß es aber auch nicht mehr tatsächlich. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oh je. Ich bin hier wieder geistig völlig da. Ja, ich bin durch eine Tür gegangen und halte Ruhm. Das ist echt, das macht echt Sinn. So, was gibt's denn hier? Skelette. Ich bin durch die Tür. Das ist noch lähmer, als wenn man ein Gespräch führt und dann ein Level Up erhält. Ist einfach nur, du bist durch eine Tür gegangen. Glückwunsch. Level Up. Wow. Wow. Ich bin durch die Tür gegangen und hab mit einem Level Up erhalten. Das ist super lame. Wenn ich das Level-Up nicht habe, ich gehe da täglich sehr viele Türen durch. Allein zur Arbeit muss ich durch die Haupttür rein. Dann durch die Tür im Treppenhaus und durch die Tür auf Arbeit. Dann muss ich dann noch zur Pause rein raus. Und dann gehe ich täglich durch mehr als 10 Türen. Dann müsst ihr schon längst ein Level-Up erhalten haben, oder? Und dann natürlich unsere Haustür. Und wenn du irgendwie einkaufen gehst, muss ich auch durch die Tür durch, ne? Und wenn du so eine Tür von irgendwie Frostmitteln aufmachst, dann ist es ja auch eine Tür, da kriegst du auch Ruhm und Ehre. Das ist dann echt schon ein Level Up wert. Mein Skill in den Türen öffnen muss echt verdammt hoch sein. Oh ja. Bam bam bam, so, auf jeden Fall sammeln hier Gold ein. Töten ein paar Skelette, die hier so rumstehen. Das ist so quasi der zweite Teil von diesen, von dieser Drachenquest, nenne ich es mal. Von diesen untoten Drachen. Wo ich jetzt dachte, ich habe irgendwas verpasst. Aber nein, es geht denn hier weiter. Rennen wir aber mal schnell durch, machen den Boss. Das ist der Boss dort ja am kürzesten von allen. Das ist ja vieles auch noch schwer. Also die Bosskämpfe sind hier meistens alle sehr langweilig, zumindest für mich. Taktisch keine Tiefe, aber egal. Langweilig ist gut. Bam. Au. Hui. Das ist geplant. Das war geplant. Ja, natürlich diese Tobias, wie sie aussehen. Nur ohne Diamanten im Auge. Wir können natürlich einfach da durchlaufen. Das grüne Licht hier. Aha, okay. Wo geht es hier lang? Dam, 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 da lang. Bin ich kaputt? Ja, danke. Man nehme. Ne, es ist Wim, es ist ja. Sieht aus, ist ob es nur der Gang oder nicht gegangen, ist die Frage. Und da ging es auf jeden Fall noch weiter. Da ging es auf jeden Fall noch weiter. Treppe nach oben hier. Okay, dann geht es hier wirklich weiter. Dann schauen wir uns erstmal auf der anderen Seite um. Yay, ein Großschild. Und das Vieh haben wir nebenbei auch noch gekillt. Und der klebt da so ein bisschen
Wir töten einfach mal, weil wir es können. Wir sind voll die Bösen. Außerdem haben wir übel die Skills im Türen öffnen, ja? Tür öffnen Skills. Alter, spawnen die nach oder was? Alter. Alter, der Alte, der Alten war. Das Alter war gar nicht so alt wie der Alte, Alter. Genau, weißt du Bescheid. So. So, dann ist das hier oben auf jeden Fall optionale Gang, denn drüben ging es ja schon hoch. Yay! Und hier ist dann, würde ich sagen, alles vorbei. Ein paar Skelette und gut ist. Ja. Bam, 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 bam. Hui, hui. Ah, da oben ist ein großer Gegner, ist er stark. Scheiße, er kommt bis runtergesprungen. Ich hab die festgefroren, ist aber auch lustig. Ja, was mich anzugreifen, wo ich unten stehe. Das funktioniert nicht. Gib dir mal einen Tipp. Okay, noch ein bisschen Gold. Wir brauchen Gold, um uns noch mehr Eiltränke zu kaufen. Oh, das ist Geld. Ich mag Geld. Man kann nie genug Geld haben. Ich würde gerne laufen und nicht zaubern. Das wäre echt super. Der nervt da unten echt ein bisschen. Bist du bald mal tot? Bitte. Stirb doch mal bitte. Danke. Danke. Hebel umlegen. Ah, jetzt geht das Solar auf. Alles klar. Kommen wir das Geld unten ran. Das ist gut. Wenn wir hier außen mal rum und dann wirklich alles abgeschlossen haben. Dann brauchen wir nur noch das Geld holen und dann gehen wir da hoch. Ich bin da, wer noch? Geld. Geld, Geld. Geld, die Geld, Geld, Geld. Geld. Und dann Hebel. Leute, man kann ja von unten bedienen, willst du mich verarschen? Jo, ich bin ein Magier, deswegen geht das. Ich bin ein Magier. Ich kann den Hebel auch bedienen, obwohl ich nicht daneben stehen und berühre. Yay. Wollte ich nochmal sagen. Mhm. Aber wenn man den Kriegerkasse spielt, hat es auch funktioniert. Wäre gut zu wissen. Und das gab letzte Stelle hier, die ich noch nicht gesehen habe. Ansonsten gehen wir jetzt hier lang und dann gehen wir da hoch und da durch und besiegen den Boss und sind toll, aber all das machen wir erst im nächsten Part, denn wir haben schon 18 Minuten herum, oh yeah, oh. Welche Melodie ist das? Ich weiß es nicht. Wir gehen das nächste Mal hier runter. Bis dahin, schau, die nächste Folge kommt am Freitag. Tschüss. Bis dann. Ciao.